Irgendwo in Magdeburg, Samstag, kurz nach Mitternacht. Viel zu früh. Sachen ins Auto und los geht's Richtung Spanien. Genauer gesagt nach Granollers, auf den Spuren des SCM zum Europapokalspiel. Fliegen wäre ja einfach, aber die ganze teure Technik dem Flughafenpersonal überlassen? Nein, danke, dann doch lieber selbst fahren. Also rein ins Auto und ab auf die Autobahn. Knappe 18 Stunden Fahrt durch Deutschland, Frankreich und Spanien. Schlappe 1600 Kilometer pro Tour. Genug Strecke, um sich mal die Landschaft anzugucken. Nach 6 Stunden endlich in Frankreich. So anders sieht das hier gar nicht aus. Plattenbauten hätte ich nicht unbedingt erwartet. Anders als in Deutschland ist die Tempobegrenzung auf der Autobahn. 130 Kilometer pro Stunde maximal. Klingt ungewohnt, fährt sich aber erstaunlich entspannt. Apropos entspannt. Es wird ja oft behauptet, dass Franzosen einen gewissen Hang zur Ästhetik haben. Irgendwie kann man das schon glauben, wenn man so auf der Autobahn unterwegs ist. Ein kleines Highlight sind hier die Raststätten. In regelmäßigen Abständen, gut gepflegt und immer nett begrünt. Das schreit geradezu nach einer Pause. Weniger toll, Mautstationen. Sowas kennen wir hier ja nicht, in Frankreich und Spanien gehören sie dazu. Das Wetter in Südfrankreich, in ungefähr so, wie man sich das vorstellt. Sonnig. Man könnte auch sagen Selfie-Wetter, wenn da nicht ab und zu die Wolken wären. Nächster Halt, Tankstelle. Einmal voll tanken, das dauert. Und dauert. Und dauert. Irgendwann, nach knapp 16 Stunden, kommen dann endlich Berge in Sicht, die Pyrenäen und damit auch die Grenze zu Spanien. Der Abendhimmel über Spanien und dann endlich die Abfahrt Granollers. Nur noch ab ins Hotel. Der nächste Morgen, das SCM-Mannschaftshotel. Letzter Spaziergang vor dem Spiel. Sehr gestresst von der Reise? Ja, ist okay. Ist so gut, dass wir nicht viel geschlafen haben, aber das haben andere Teams auch und das müssen wir kompensieren. Viel von der Stadt kriegt man als Spieler aber trotz des Spaziergangs nicht mit. Im Fokus steht das Spiel. Wie sehr kriegt man als Spieler und Trainer so das Drumherum um das Spiel mit, so zum Beispiel was die Stadt angeht? Wenig. Das können wir schwer einschätzen. Wir waren erstmal begeistert von der Trainingseinheit gestern. Die Halle ist riesig, das muss die Olympiahalle von 1990 gewesen sein. Wir können uns aber schwer vorstellen, wie diese Halle jetzt gefüllt wird oder wie die ausgebucht sein wird. Das müssen wir uns abwarten und dann müssen wir uns überraschen lassen. Natürlich ebenfalls in Spanien mit dabei, die Fans.
Wie war denn die Reise bis jetzt? Na, bis jetzt war es schön. Wir scheuen ja keinen Reisestress, um die Mannschaft zu unterstützen. Und ich denke mal, heute machen wir einen Sack zu, damit wir ganz entspannt nach Aalborg fahren können. Gibt es auch so ein kleines Kulturprogramm drumherum neben dem Spiel? Ja, gestern waren wir Familia Sagrada, haben ein bisschen in Barcelona umhergeschaut. Aber so viel Zeit ist natürlich nicht. Wir waren ja gestern auch nochmal eine andere Mannschaft begleiten beim Handball. Kurze Pause noch für die Spieler, dann geht es auf zur Halle. Die ist übrigens wirklich eine Olympiahalle. Für die Sommerspiele in Barcelona 1992 gebaut, mit Platz für über 5500 Menschen. Da muss man sich erstmal zurechtfinden. Voll wird die Halle selten. Von den Decken hängen die Bilder vergangener Tage. Der letzte große Erfolg der Mannschaft aus Granollers war der Gewinn des EHF-Pokals 1996. Anspannung und warm machen. Über das Spiel selbst verliere ich besser nicht viele Worte. Die Gesichter der SCM-Fans und die jubelnden Spanier sprechen für sich. Trotzdem der Endstand 34:29 für die Handballer aus Granollers. Wirklich wenig erfreut war auch Coach Benno nach dem Spiel. Ja, so im kurzen nach dem Spiel, ganz klar, die Enttäuschung überwiegt. Vor 20 Minuten bin ich noch mega sauer gewesen. Jetzt dolle enttäuscht. Tut das unheimlich leid, auch für die vielen mitgereisten Fans, die ja ganz viel Geld investieren, um uns hier zu unterstützen. Das hatten sie nicht verdient. Wir müssen einfach daran arbeiten. Nicht immer weiterarbeiten, sondern daran arbeiten, bestimmte Sachen abzustellen. Ich hatte das Gefühl, wir haben uns entwickelt, wir haben Schritte nach vorne gemacht. Das heute waren bestimmt 2-3 Schritte zurück wieder. Das Gute ist, wenn ich was Gutes sehen möchte jetzt im Moment, was mir wirklich schwerfällt, das war kein K.O.-Spiel oder kein Entscheidungsspiel. Wir haben noch alle Chancen, weiterzukommen, sogar die Gruppe zu gewinnen. Trotzdem heißt es jetzt nicht munter putzen, einfach weitermachen, sondern analysieren und weiter unseren Weg gehen, um uns schnellstmöglich zu versuchen zu verbessern. Wie geht es für dich und die Mannschaft jetzt weiter? Wir essen jetzt noch zusammen Mittag, dann geht es Richtung Flughafen. Wir fliegen heute Abend noch nach Deutschland und sind heute Nacht irgendwann in Magdeburg wieder. Für uns ging es erst einmal Richtung Innenstadt, Land und Leute kennenlernen. Was wir vergessen hatten, es war Siesta. Dementsprechend war nichts los, obwohl die Stadt mit knapp 60.000 Einwohnern eine der am dichtesten besiedelten Städte Spaniens ist. Musik
Wenn in der Stadt nichts passiert, dann fahren wir eben aufs Land. Am besten Richtung Mittelmeer, in knapp 30 Minuten schafft man die Strecke locker. Bergauf, bergab und am Ende sieht man am Horizont schon das Meer. Und da sind wir nun. Vilassor de Mar, keine 50 Kilometer von Barcelona entfernt. Ich könnte jetzt von unserer Rückfahrt erzählen. Den Raststätten in Südfrankreich. Dem wirklich bescheidenen Wetter im Osten Frankreichs. Oder dem ebenfalls ziemlich miesen Wetter in Süddeutschland. Aber mal ehrlich, was könnte nach so einem Tag und so einem Handballspiel besser sein als Sonne und Meeresrauschen?